So, Superstars. So, wer bist du eigentlich? Ja, ich bin der Schwanz, der Nico Schwanz. Was ist deine Mission am Ballermann? Meine Mission ist hier ein wenig die Leute auf links zu drehen. Also ein bisschen Party machen natürlich, meine Lieder vorstellen. Ja, und die Leute zum Party machen zwingen. Wie oft erfüllst du deine Mission? So, wie oft erfülle ich meine Mission? Also Minimum einmal die Woche. Es kommt schon mal oft vor, zweimal die Woche oder auch dreimal. Hohoho, wie viele Ballermänner gibt es? Wie viele Ballermänner gibt's? Ach du Kacke. Warte mal, jetzt muss ich aber wirklich raten, weil ich kenne mich da nicht so aus. Ich bin, glaube ich, bis 7, 8, 7. Woher kommt der Name Ballermann? Ballermann, weil der Mann Ballermann ist? Keine Ahnung. Was kostet Liter Sangria am Ballermann 6? Oh, da habe ich auch keine Ahnung. Also ich schätze einfach mal, ein Liter Sangria wird kosten 4,50 Euro. Sag einen Satz auf Spanisch. Spanisch? Hola, ¿qué tal? Welchen Lichtschutzfaktor verwendest du? Lichtschutzfaktor? Wo der Schwanz als erstes Mal hier gewesen ist, ich glaube, da hätte ich gleich mal Lichtschutzfaktor 50 nehmen sollen. Aber mittlerweile bin ich wirklich auf 8 gedrosselt. Aber wir haben es jetzt mittlerweile Oktober. Und genau, und jetzt in der Nacht, ja, 8 ist gut. 8, die 8, die lacht, die passt. Wo baggert man am besten am Ballermann? Also ganz klar, wo man am besten baggert im Ballermann, das ist natürlich Bierkönig in Oberbayern. Also das ist da, wo ihr hingehen müsst. Gib mal so einen Nico Schwanz Flirt-Tipp. Nico Schwanz Flirt-Tipp? Ach du Kacke. Seid einfach so, wie ihr seid. Einfach normal, nicht abgehoben, ganz normal und das passt. Wo feiert man hier am besten? Natürlich, wo feiert man am besten? Hinter mir im Bierkönig und auf der anderen Seite ein Stückchen weiter höher in Oberbayern. 100 Meter geradeaus, 50 Meter links. Richtig. Dein Lieblingssong am Ballermann 2010? Mein Lieblingssong am Ballermann 2010 ist für mich persönlich, jetzt muss ich selber mal raten, von Wolfgang Petri, so ein Mix. Ja. Echt? Ja, echt. Wen willst du grüßen? Grüßen? Ich grüße alle Ballermänner und Ballerfrauen, die es gibt auf dieser Welt. Und wir sehen uns nächstes Jahr wieder hier am Ballermann.